wie toll es ist, beim Mikroskopieren was zu finden, was sich bewegt, habe ich jetzt letztens erst wieder gemerkt, als ich an einem Seeufer war zu mikroskopieren. Dort war ich insbesondere auf der Suche nach Wasserflöhen. Warum gerade danach? Das erfährst du am Ende des Videos. Aber bis dahin zeige ich dir jetzt erstmal, was ich dahin mitgenommen habe und wie ich dort vor Ort vorgegangen bin. Ja, und weil ich draußen unterwegs bin, packe ich alles in eine Kiste. Da habe ich dann alles beisammen und ich habe einen geordneten Platz, auf dem ich auch arbeiten kann. Und wahrscheinlich brauche ich nicht alles, was ich jetzt hier einpacke. Aber besser die Sachen dabei haben, als dann draußen zu sein und ja, was vermissen. Ja, und damit ich die Wasserflöhe auch aus dem Gewässer rausbekomme, nehme ich einmal einen vollen Kescher mit und einen selbstgebauten Planktonfilter. Und für den Fall, dass ich die Wassertemperatur noch messen will, packe ich auch noch ein Thermometer ein. Und damit ich die Wasserflöhe auch hin und her gesetzt bekomme, nehme ich Pipetten mit. Einmal eine große, um größere Wasservolumen transportieren zu können, und eine kleine feinere. Nur für den Fall, dass ich die Wasserflöhe hin und her setzen will und verschiedene Behälter brauche, nehme ich noch diese Plastikbehälter mit. Präparieren werde ich hier auf Objektträgern mit einer Vertiefung. Die stellt sicher, dass Wasserflöhe und andere Wasserorganismen nicht zermatscht werden, sondern dass die einen Platz haben, in dem sie sich bewegen können. Und für den Fall, dass das noch nicht ausreicht, nehme ich noch die Abstandsringe aus meinem Sortiment mit. Ja, und wenn ich dann feststelle, dass die Wasserflöhe ein bisschen zu lebhaft sind, dann ist es praktisch, Vaseline dabei zu haben. Damit kann ich nämlich die Wasserflöhe so ein kleines bisschen am Objektträger festkleben, ohne dass die dabei zu Schaden kommen. Um das Präparat dann auch zu schließen, ist natürlich noch praktisch, Deckgläser dabei zu haben. Und damit die im Foldscope nicht verrutschen, nehme ich noch dieses wiederverwendbare Tape mit, um die Deckgläser am Objektträger befestigen zu können. Und das ist besonders wichtig, weil ich mit einem Foldscope mikroskopieren werde. Und damit ich mich auch wirklich aufs Mikroskopieren konzentrieren kann, nehme ich natürlich auch noch passend dazu das Lichtmikrolet. Und beim Mikroskopieren im Grünen, da ist es immer hilfreich, wenn man noch eine übersichtliche Arbeitsfläche hat. Und deswegen nehme ich noch den Deckel zu der Kiste mit. Und damit habe ich alles beisammen und kann jetzt einmal losziehen. Ein geeignetes Gewässer zu finden ist leider nicht immer ganz einfach. Gewässer mit Strömung mögen Wasserflöhe nicht so gerne. Und an eingezäunten Teich sollte man natürlich auch nicht dran gehen. Und so ein fetter Schilfgürtel am Ufer, der verhindert natürlich auch, dass man überhaupt ans Wasser rankommt. Gute Karten hat man an Gewässern, die von Angelvereinen bewirtschaftet werden, weil die haben ja auch ein Interesse, dass man ans Ufer rankommt. Und genau an so einer Uferstelle war ich dann auch. Um Wasserflöhe und andere Kleinstlebewesen hier aus dem See rauszubekommen, benutze ich so einen selbstgebauten Planktonfilter. Den kennt ihr schon aus einem anderen Video. Und jetzt werde ich erstmal ein bisschen Wasser durchfiltrieren und hoffen, dass sich da dann einiges hier im Filter sammelt. Jetzt läuft es schon langsamer durch. Also der Filter ist jetzt auch schon langsam zugesetzt. Ich fänge den mal ein bisschen, dass der wieder freigespült wird. Und ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Da sieht man jetzt, hier im Filter ist doch richtig viel Bewegung. Da sollte doch schon was Spannendes dabei sein. Damit die Wasserflöhe jetzt nicht hier im Planktonnetz eintrocknen, spüle ich einmal nicht zu viel Wasser runter. Sammelt hier auf diesem Kistendeckel, das ist schon übersichtlich. Ihr könnt das auch in einem Teller machen. Und jetzt kann ich da in Ruhe nach den Wasserflöhen gucken und versuchen, die mit der Pipette einzusaugen. So, und wenn man jetzt versucht, so einen Wasserfloh mit der Pipette einzusaugen, dann merkt man da schnell, dass die da eine Abneigung gegen haben. Die schwimmen davor weg und haben davor Angst. Und das liegt daran, dass die so eine saugende Wasserströmung nicht von Pipetten kennen, sondern von kleinen Fischen, die einsaugen wollen. Und deswegen fliehen die davor. Und jetzt können wir natürlich versuchen, statt mit so einer kleinen Pipette, wo wir nur wenig Wasser einsaugen können, ja ein bisschen grobmotorisch heranzugehen und einfach mit einer großen Pipette arbeiten, wo wir viel Wasser auf einmal einsaugen können. Aber da ist das Problem, wenn ich dann versuche, das Wasser mit dem Wasserfloh hier auf so einen Objektträger zu setzen, dann läuft das Wasser da höchstwahrscheinlich runter, weil es viel zu viel ist. Und es gibt noch eine andere Möglichkeit. Wir
die dann trotzdem gut einfangen könnt. Und zwar versucht ihr einfach, das Wasser so einzusaugen, dass der Wasserflug gerade eben nicht in der Pipette landet, erstmal eine ganze Zeit. Und dadurch nehmt ihr eben den Bewegungsspielraum und die Optionen für eine Flucht. Und dann könnt ihr ihn auch relativ einfach in eine Pipette einsaugen, habt nicht zu viel Wasser drumherum dabei. Und so bekommt ihr den Wasserflow in die Pipette rein, mit nur wenig Wasser drumherum. Und die Vertiefung in eurem Objektträger läuft nicht über und der Wasserflow landet in der Vertiefung. Und dann könnt ihr wie gewohnt weitermachen. Packt einfach ein Deckglas drauf, ihr sichert das Deckglas gegen Verrutschen und könnt euch dann den Wasserflow im Polskop anschauen. Was als erstes im Präparat gelandet ist, das war dummerweise kein Wasserflow, sondern ein Hüpferling. Die kann man nämlich mit bloßem Auge nur richtig schlecht unterscheiden, weil sich beide sehr sprunghaft durchs Wasser bewegen. Und jetzt unter dem Mikroskop wird eben deutlich, diese Symmetrie, die findet man nicht bei Wasserflöhen, sondern nur bei Hüpferlingen. Hierbei war von vornherein klar, das ist weder ein Hüpferling noch ein Wasserfloh. Da habe ich auch ohne Mikroskop gesehen, das wird eine Alge, das ist eine Schraubenalge und die wollte ich euch nicht vorenthalten, weil hier wird richtig schön deutlich, gerade beim Durchfokussieren, wie die Chloroplasten spiralförmig angeordnet sind. Das hier sieht auch schon ganz anders aus als der Hüpferling aus der ersten Aufnahme. Dummerweise, das ist auch ein Hüpferling. Das ist mir allerdings erst im Nachhinein zu Hause aufgefallen, als ich in einem Bestimmungsbuch nachgeguckt habe. Für Hüpferlinge ist typisch, dass sie teilweise auch so eine leichte Blaufärbung in der Mitte haben. Die kann man hier richtig gut erkennen. Aber ich habe einfach nicht daran gedacht, dass das vielleicht einfach ein Hüpferling sein könnte, der ein bisschen anders liegt, der auf der Seite liegt und nicht auf dem Bauch oder Rücken. Und deswegen habe ich die ganze Zeit gedacht, das wäre ein Wasserfloh. Hat mich mega gefreut, dass mir so eine gute Aufnahme gelungen ist. Und habe deswegen von dem Wasserfloh in diesem Präparat hier keine bessere Aufnahme gemacht, weil ich habe gedacht, hey, ich habe ja eine gute Aufnahme. Und ja, das hier ist jetzt zwar ein Wasserfloh, den kann man an der Form auch erkennen, weiß ich jetzt im Nachhinein. Nur da war das Deckglas beschlagen und deswegen ist mir da halt keine scharfe Aufnahme gelungen. Ja, dumm gelaufen. Ja, und warum habe ich jetzt überhaupt nach Wasserflöhen so gezielt gesucht? Das liegt daran, dass man bei Wasserflöhen den Herzschlag teilweise live im Mikroskop sehen kann. Und das wollte ich hier in dem Video festhalten, aber das hat nicht geklappt. Und genau deswegen werde ich dann in 2 Wochen in dem Video mich nochmal mit Daphnien beschäftigen. Und dort nehme ich die Daphnien nicht aus einem natürlichen Gewässer, sondern aus der Zoohandlung. Dort gibt es die nämlich in so einem Schlauch eingeschweißt als Lebendfischfutter. Und genau diese Daphnien werde ich jetzt benutzen. Und das sind große Wasserflöhe bzw. Daphnia magna. Und wenn du dann das Video auch auf jeden Fall mitbekommen willst, dann kannst du den Kanal hier einmal abonnieren. Und wenn es schon länger draußen ist, wird es hier wahrscheinlich auch bei diesen beiden Videovorschlägen hier auftauchen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir dann viel Spaß beim Nachmachen und Mikroskopieren.